Lieber Hansstuck, ich freue mich so, dass Sie da sind. Schön, es ist danke. Ein Geschenk für mich und für das Museum. Und sehr es gerne. Ist auch ein Geschenk für alle Motorsportfans, dass wir Sie erleben dürfen und dürften in Ihren tollen Zeiten, die Sie in Le Mans erlebt haben. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf heute und dachte, ich kannte Sie. Aber wenn ich mir anschaue, deutscher Rennsportmeister 1972, Formel 2 Vize-Europameister und Weltmeister. Sie sind Marken gefahren, in BMW begonnen, im Porsche, im Opel, für Volkswagen, für Audi. Im Ford. Im Capri, Ford, genau. Brabham Alpha, March. Wundervoll. Was für eine tolle Zeit. Das kann man laut sagen, ja. Ich möchte keinen Tag missen. Ganz wurscht, ob er schlecht oder gut war. Weil das hat man einfach erlebt, das durfte ich erleben, gell? Ja. Und das kann man keiner nehmen, das ist das Schönste, was es gibt. Gell? Formel 1 zu erleben, das ist doch der Traum jedes kleinen Jungen, oder? Ja, absolut. Und den kleinen Jungen, den lebt man bis heute aus, oder? Ja, also, natürlich. Ja. Gerade wenn man diese Möglichkeiten hat und wir sitzen ja hier in einer Museumshalle 3 in Sinsheim, wo es um Le Mans geht. Le Mans, glaube ich, war einer ihrer Höhepunkte im Leben. Würde ich aus dem, was ich gelesen habe, richtig, über Sie berichten. Sie haben 1986, 1987 Le Mans gewonnen, sind 1985 schon dort gefahren. Was war für Sie der Höhepunkt in diesen beiden Siegen oder welches dieser beiden Rennen würden Sie heute als eines der wichtigsten für Sie ansehen? Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ja. In der Jugendzeit, wo ich noch den Vater zur Rennen begleitet habe, da war mir eigentlich klar, dass es gibt drei Rennen auf der Welt, wovon du eines mindestens einmal gewinnen sollst. Das ist Indy 500, der Grand Prix von Monaco oder Le Mans. So. Exakt. Also Grand Prix von Monaco war erstmal nicht angedacht, Indy sowieso nicht, weil da hatte nichts damit zu tun. Monaco hätte klappen können. Monaco hätte klappen können, da war der beste Mann 4. Platz, war auch nicht so schlecht. Gell? Alles andere. Aber ich sage Ihnen eins, lieber Herr Ehret, wie ich dann 1986 zum ersten Mal auf dem Podium stand beim ersten Sieg, zusammen mit Al Holbert, mit Derek Bell, habe ich mir scheiße Stucki, jetzt hast du es geschafft. Ja. Die kriege jetzt noch Gänsehaut, wirklich, das ist keine Übertreibung. Le Mans Podium, 100.000 Leute vor Ihnen. Richtig, zwei tolle Typen mit dabei. Es war ein spannendes Rennen, es war ein heißes Rennen. Und es war einfach einer der Momente in meinem Leben, den ich nie vergessen werde. 100%. Das glaube ich. Also ich glaube, das ist für einen Fahrer so wundervoll, wenn er, das ist in Le Mans so toll zelebriert. Richtig. Also ich glaube, es gibt kein schöneres Podium. Ja, da steht das Auto unter dir und die kommen alle gerannt. Da gab es noch keine Chipkarten und so. Da haben sie nochmal, wenn man hübsch und nett war, mal reinschmuggeln können als Zuschauer auf die Ziellinie. Dann, genau. Und dann das Tolle ist ja auch, dieses Le Mans ist ja auch ein Teamrennen. Ja. Wie gesagt, du hast zwei Teamkollegen, du hast eine ganze Mannschaft mit dir, du hast die Mechaniker, du hast den Peter Falk, du hast die Ingenieure. Und Le Mans hat das Coole, es ist ja immer eine Woche. Du musst ja schon spätestens Dienstag anreisen zur Abnahme, dann dies und das und jenes. Genau. Du bist da richtig unterwegs und wenn du dann noch einen Erfolg da erzielst. Und wie gesagt, dieser erste Moment auf dem Podium zum ersten Mal, also einfach leider nur geil. Ja, das müssen wir so unterstreichen, das kann ich total nachvollziehen. Ich war 20 Jahre dort und habe auch den einen oder anderen dort oben siegen sehen, von weit, manchmal auch von nah. Der Timo Bernhard hat mal bei uns im Zelt gefeiert. Also Le Mans ist was ganz Spezielles. Ja. Wieso ist es speziell für Sie? Sie haben ein paar Dinge schon angedeutet, aber lassen Sie uns doch mal teilhaben an so einer Woche Le Mans. Ja, es fängt schon an, wie gesagt, dass man Dienstag zur Abnahme muss. Gell? Man muss also Montag anreisen, da war eine weite Reise, dann immer noch mit dem Auto zu fahren. Ja. Und dann musst du da installieren, du hast ein Hotel, meistens weit weg. Und ich muss dir eines sagen, das war ja auch ich war in Le Mans ja mit ein paar anderen Marken auch schon mal vorher, wo ich nicht den Erfolg hatte, nicht gewonnen habe. Ja. Und wie ich dann wirklich zum ersten Mal im Porsche saß und den Porsche dort fahren durfte, habe ich erstmal genau gemerkt, warum Porsche da gewinnt, weil sie sich einfach am konsequentesten auf das Rennen vorbereiten. Die wissen, dass die Fahrbarkeit wichtig ist. In allen anderen Autos bin ich auf der Geraden bis Zickzack gefahren, weil die Straße ja bombiert ist. Hast größten Schwierigkeiten, da sind Türen weggeflogen, Flügel weggeflogen. Ja. Im Porsche war das nicht. Ja. Du wusstest, wenn du das Auto vernünftig behandelst, du hast ein gutes Getriebe, du hast einen haltbaren Motor, du hast tolle Bremsen, da kannst du dich aufs Fahren konzentrieren. Genau. Das war eben eine ganz wichtige Geschichte. Das war der 956? Der hatte 962 bereits. War der schon. Genau, 962, richtig, als Sie dann 86, 87 gewonnen haben. Genau, richtig, der 956 war der direkte Vorgänger, 82, 83. Richtig. Norbert Singer hat ihn entwickelt. Wie war die Zeit mit diesen Menschen zusammen? Sie haben es eben schon kurz angedeutet, aber so ein Team, das Team war nicht so groß. Also im Vergleich zu heute nicht, das muss man sagen. Ja. Wenn man sich die Formel 1-Teams anschaut,
anschaue, auch die Teams, die heute unterwegs sind. Gut, damals hatten wir noch keine Elektronik. Da waren natürlich weniger Ingenieure dabei, logisch. Da hast du noch den Pupometer hergenommen, genau. Um den Leuten zu sagen, was das Auto macht, was es tut. Ja. Aber diese Zeiten eben dann, die ganzen Meetings mit einem Peter Falk. Bin ich zu Porsche gekommen mit 85, habe ich ja erstmal, das war der Beginn meiner zweiten Karriere, was ich dort gelernt habe, an Disziplin, an Präzision, wie ich damals unterschrieben habe, hat der Professor Bott, der damalige Chefin, weiß ich, sagt der Stuck, Helmut Bott. Wenn Sie jetzt unterschreiben, ich habe damals Stefan Belloff ist weggegangen, ich habe ihn wieder als Ersatz geholt, dann muss ich Sie gleich bitten, weil wir entwickeln gerade das PDK-Getriebe, diese Doppelkupplungsgetriebe. Wir brauchen Sie 3-4 Mal die Woche in Weißer zu Testfahrten. Wow. Und da ich ein Garmisch wohne, das waren 2 Stunden in der Früh, habe ich gesagt, wunderbar, ich bin bereit. Und was ich da auch Runden und Kilometer abgespult habe, dabei gelernt habe, das war für mich natürlich der größte Zugewinn, weil ich mit dem Auto einfach eins war. Da gab es Tage, da haben die Mechaniker um 3 Uhr den Tank voll gemacht. Ja. Da habe ich den Tank leer gefahren, die Sicherheit war auch da, die Jungs waren weg. Ich in die Garage zugeschoben, bin nach Hause gefahren, muss ich mir vorstellen. Boah, da hat man aber auch eine Athletik aufgebaut dann, natürlich, oder? Ich meine, wenn du so viel fährst, der Volker Weidler hat mir das auch mal erzählt, der hat Reifentests in Japan gemacht, Tage, stundenlang. Genau, da habe ich die ganzen, auch die Porsche hat ja auch 20 Autos gebaut zum Verkauf. Da habe ich bei 80% also den Shakedown gefahren, ich kannte wirklich jedes Auto. Und das war natürlich für mich einfach eine Gelegenheit, die habe ich auch wirklich gut genutzt und war fantastisch. Wo waren die Tests? Wir haben häufig, also meistens bin ich sicher in Weißach gefahren, da habe ich tausende von Runden gefahren. Ja. Und auch Roland Kussmann, mein Ingenieur, der hat mal das ausgerechnet. Ich habe nachweislich von allen Leuten die meisten Kilometer am 962. Das ist bewiesen. Gell? Das Hat sich ausbezahlt. Richtig, da haben wir natürlich sehr häufig in Paul Ricard getestet, in Südfrankreich am Jahresanfang, wochenlang. Wir haben in Hockenheim getestet. Also wo es halt gerade ging, aber am meisten bin ich schon in Weißach gefahren. Ne? Und war ja der 956 und dann 962 vor allem, war ja das erfolgreichste Auto überhaupt. Wahnsinn, also sie wurden dann, nach 87 wurden sie ja von Jaguar gejagt, weil man muss sich die Jahre zuvor angucken. Es waren ja nicht 2 Autos wie heute, wenn Porsche oder Audi kommt, bringt es auch mal 3. Das waren ja 10. Richtig, ja? Klar, also ich weiß, ich denke, das war 84 oder 85, wo 9 Porsche 962 erster bis 9. Platz von einem Sauber C7 getrennt. Genau, sonst wäre es 1 bis 10, nobody's perfect. Klar, die ganzen privaten Teams, wie ein Walter Brun, wie ein Reinhold Jöst, ein Krämer, Porsche, die auch gefahren bin. Ich meine, diese Vielfalt hat euch auch geholfen. Das waren, die waren auf dem Stand wie die Werksautos auf jeden Fall. Das war und die eigene Leidenschaft in wiederum ein tolles Auto schon gebracht. Ja, wie war Walter Brun? Ist ja auch eine Le Mans-Legende und ein toller Mensch. Ja, gut, Walter Brun, den kannte ich ja schon von meinen BMW-Zeiten bei Schnitzer. Da habe ich ihm sehr viel geholfen damals auch. Mhm. Und dann hat er das Team aufgemacht und durfte ich auch bei ihm fahren. Und der Walter ist bis heute ein wirklich guter Freund. Ja. Ich habe ihm viel zu verdanken. Wir haben viel zusammen Spaß gehabt, viel zusammen gute Geschichten erlebt auch. Super. Und der Walter hat ja auch tolle Erfolge erzielt. Ne? Mit einem guten Team, mit guten Fahrern. Und das Tolle war eigentlich auch, ich durfte ja dann mit dem Walter und mit seinem Team zusammen mit Stefan Belloff in Imola fahren auf 056. Ja. Und da haben wir beide das Werksteam geschlagen. Das war ja ausschlaggebend, dass ich dann Stefan Beller im Werksteam ersetzen durfte. Gell? Super. Ja, die Show muss erst einmal kriegen. Ne? Genau. Das war ja dann harte Zeiten. Also man wollte dann zeigen, dass man besser als das Werksteam ist. Ja, wie im Formel 1 Cockpit. Ja? Der größte Konkurrent ist der neben dir im gleichen Auto dann sitzt. Ab dem Weg mich dann ein. Es gab auch schlimme Zeiten im 962. Zeuge hinter den beiden Unfällen von Jackie X und von Stefan Belloff in Spa. Ja, das war wirklich unnötig hoch 10. Aber okay, gut, ich meine, ich habe auch Joe Gardner in Le Mans verloren, ein Freund und Teamkollege, mit dem wir gerade zuvor dann in Sebring gewonnen haben auf dem Porsche. Mhm. Aber das war halt damals die Zeit. Ne? Ja, das war natürlich ein großer Verlust, den Stefan Belloff zu verlieren. Aber ja, furchtbar. Okay. Motorsport wie das ganze Leben, wenn du nichts riskierst, ist es aber auch eine gewisse Art von Lebensmüdigkeit. Ja, also 40 Jahre im Büro hocken halte ich für lebensmüder, als die Dinge zu erleben, die sie gemacht haben. Ja? Also ich hatte aber vor kurzem eine Speech in New York und da haben die Leute so gefragt, Herr Stuck, was war denn so der größte Unterschied zwischen den Zeiten Ihnen in der Formel 1 und heutzutage? Habe ich gesagt, auf Englisch, when I was doing Formula 1 was a time when sex was safe and racing was dangerous. herrlich. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, und nach 87 kamen Gegner, ordentliche Gegner. Also Jaguar, Mercedes. Dann wurden die Zeiten ein bisschen dünner mit 9-fach Siegen. Aber trotzdem, wer waren für Sie so die interessantesten Gegner? Sie haben die natürlich in der Boxengasse alle kennengelernt. Auch die Menschen. Jaguar, muss ich sagen, da war noch Spezies von mir drauf.
Dann haben wir in Jahrgang gut gekämpft. Einmal habe ich dann nachts wieder mal wieder dann, da bin ich wirklich einen Vierfachstint gefahren. Das waren 3 Stunden 58, da musste ich rein. 4 Stunden war maximale Fahrzeit. War das 89? Das war, glaube ich, oder war das 88, weiß ich nicht genau. Ja. Da haben wir dann wieder aufgeholt, weil da hat es auch teilweise geregnet. Ich wusste, wo es feucht und wo es trocken war. Genau. Das war natürlich toll. Und da hat man dann auch viel Spaß gehabt miteinander, mit Jan Lammers zum Beispiel. Das waren schon tolle Zeiten. Gell? Ja, auf jeden Fall. Genau. Denn man hat das, also am Anfang ist man ja schon in Le Mans losgefahren, so mit 80-85% vom Maximum. Denn du hast da versucht, erst einmal, du musstest ja Sprit sparen. Genau. Ein bisschen, da hast du auch Bremsen schauen müssen, einmal Belegewechsel sparen. Aber dann, wie wir richtig gekämpft haben, da sind wir schon auch verdammt nah an 100% gewesen. Gell? Genau. Also das war dann schon richtig hart, muss ich sagen. Ja, und in der Nacht, im Regen, 700 PS haben wir ungefähr zur Verfügung gehabt. Ja. Auf der Geraden ohne Schikane 407, gell, in der Nacht. Ne? Und das Witzige war dann, wie ich zum ersten Mal so schnell gefahren bin auf der Geraden, dann fährst du so 380 und da sind auf der Inodia, war noch keine Schikane, sind ja diese weißen Mittellinien, die unterbrochenen. Ja. Und ab 380 schaut es optisch aus wie eine durchgesungene Linie. Gell? Echt? Das gewusst, jetzt bist du schnell, gell? Ja, okay, jetzt sind wir bei 380. Wahnsinn, genau, jetzt können wir Gas wegnehmen, jetzt rollen wir. Ja, 2200 Liter hat man zur Verfügung gehabt und damit muss man ins Ziel kommen. Ich glaube, 2100, glaube ich, wenn du richtig. 2-1 oder 2-2, oder? Genau, richtig. 2-1, Sie wissen das bestimmt. Wir hatten ja auf dem Lenkrad, dann hat auch der Roland Kussmal entwickelt mit Peter Falk, einen Zettel kleben, gell? Ja. Und da war der Verbrauch pro Runde aufaddiert. Ne? Ah, okay. Du hast immer geschaut, wenn es am Stadtziel vorbeikommt, bin ich im Plus oder im Minus und hast dann gewusst, ob ich meine Runde wieder richtig Gas geben kann, ob ich Benzin sparen muss. Ne? Das heißt, ihr hattet eine Anzeige im Cockpit? Ja, eine Verbrauchsanzeige, richtig. Und dann haben wir mit Peter Falk zusammen auch diese Spritspartechnik entwickelt. Genau, weil was hattest du davon? Man hätte ja eine Strafe bekommen, wenn man... Ja, du wärst stehen geblieben ohne Benzin. Ohne Benzin wärst du stehen geblieben, genau. Und hättest halt am Ende gar nicht mehr mitkämpfen können. Volker Weidel hat es auch von einem. Wir wollen in der Formel E, wenn die Batterie leer ist, bleibt da stehen. Ne? Genau. Insofern hat man das. Spartechnik entwickelt, dass man zum Beispiel wenn du an der Geraden kommst und du bremst bei 250 Meter, dann hast du zum Spritsparen bei 400 Meter das Gas weggenommen, in 150, 200 Meter rollen lassen, später gebremst und hast dann so am Ende von der Runde dann 1,2-3 Kilometer weniger Volllast gehabt, damit hast du dann Sprit gespart. Du musst ja erst mal drauf kommen. Ne? Ja, Peter Falk, genial. Ne? Und das waren halt die. Völlig andere Fahrweise völlig als andere jetzt, Fahrweise, was weiß ich, parallel dazu DTM-Rennen in einem 320er, wo du einfach volle Kanne mal eine Stunde lang Gas gibst und hoffst, du kommst durch. Völlig andere Denkweise. Ja, das waren ja auch die tollen Zeiten. Ich hatte ja Zeiten, wo ich ja Formel 1 am Samstag gefahren bin in Brenz Hedge, dann in Fliegerei und Sonntag im Tourenwagen im BMW in Diepholz. Gell? Das gibt es halt gar nicht mehr. Ne? Völlig aber das kann da keiner nehmen und das war einfach nur cool. Gell? Ja, genau. Absolut. Und natürlich auch die Menschen um sie rum. Die gleiche Leidenschaft, die gleiche Passion. Richtig, also das ist auch das, was ich an Ihnen immer so geschätzt habe, dass Sie einfach diese positive Leidenschaft für den Motorsport ausdrücken. Danke. Also ich war in Hockenheim auf der Tribüne gesessen. Mhm. Ich nehme an, das war 1978. Da sind Sie im Renault 5 Pokal mitgefahren. Sie sind genau, 45. Richtig. Position gestartet. Ja. Und Sie haben auf der Wiese erstmal 13 überholt in der Startrunde, wenn es nicht 14 war. Ja. Und das hat sie ausgemacht. Ja. Dann im Formel-2-Rennen meistens nur ein Reifen auf der Erde. Der Rest war schon unterwegs in Richtung erster Platz. Also ich muss sagen, diese Formel-2-Zeiten, Hockenheim waren für mich auch fantastisch, weil du kamst ins Motodrom rein, wenn du dann geführt hast. Ja. Und dann hast du wirklich trotz des Motorenlärms mitgekriegt, wie die Leute jubeln. Gell? Das war für mich eine Zeit, das werde ich nie vergessen. Oh. Sensationell. Gell? Also wenn ich saß mit meinem Vater in der Südtribüne, dann hast du von hinten den Schwarm kommen hören, egal was es war, DTM oder wir waren natürlich auch bei der Formel 1. Und wenn die dann ins Motodrom kam, war alleine schon Gänsehaut. Also wie wenn sie auf dem Podium stehen und da stehen die 100.000 und wir sind alle... Ja, die Atmosphäre war einfach toll. Genau. Sagen, ne? Zurück zu Le Mans. Toll, dass wir diesen wundervollen Abstecher gemacht haben in die anderen Klassen. Sie haben in Ihrer Zeit in den 80er Jahren in Le Mans und dann auch in den 90ern, Sie sind ja lange noch in Le Mans gefahren, haben Sie viele technische Veränderungen mitgemacht. Ja. Wingcars, wir hatten es gerade von der Doppelkupplung. Haben Sie da noch andere Beispiele für uns, die Sie uns erzählen wollen, wie Le Mans eigentlich den Motorsport geprägt hat? Also zum Beispiel die Einführung der Telemetrie. Ja. Ich habe gesagt, früher hat der Pupometer dir sensoriert, was das Auto macht. Und jetzt hast du plötzlich dann, wenn du dann fertig warst, einen Ausdruck bekommen und hast genau gesehen, wo lenkst du ein, wo bremst du, wo gibst du Gas, die Temperaturen, was macht das Auto, Kurvengeschwindigkeiten und konntest auch dann mal
dich mit deinen Teamkollegen vergleichen. Genau. Du konntest sehen, der bremst 20 Meter später, 20 Meter früher. Okay. Und das war natürlich unheimlich informativ zu sehen. Gab's ja. Allerdings war es für alle auch natürlich toll, die konnten sehen, wo bist du schneller, wo bist du langsamer. Aber diese A und war, was das Allerwichtigste war, die Einführung, die Aufzeichnung der Daten hat das Fahren leichter gemacht, wenn du nicht alle welche Temperaturen angucken musstest, hattest früher Öltemperatur, Öldruck, Wassertemperatur anschauen musstest. Wenn da jetzt ein Wert nicht gepasst hat, kam eine rote Lampe und fertig war es. Ja, ja, das heißt, du konntest dich viel mehr aufs Fahren konzentrieren, was noch toller war dann. Ja, und hat den Popometer unterstützt. Und so hat sich natürlich, wenn ihre besten Zeiten und oder ihre besten Abschnittelemente mit Wolleck oder Buzen kombiniert wurden, werden wir ja alle schneller. Ja? Natürlich, ja, klar, sicher. Ja, super interessant. Cool, super interessant. Und vor allem, wurde mal diese Quatscherei mal auch beendet. Wenn du gesagt hast zu deinem Kollegen, du, diese Kurve da hinten, die und die, fährst den dritten oder den vierten, ja, die fahre ich im vierten voll, hat natürlich gar nicht gestimmt. Ne? Ja. Das wird ein bisschen ausgezogen. Ja. Ne? Ja, das muss war ja jetzt nicht mehr. Gell? Genau, den anderen herausfordern. Vielleicht fährt ihr im vierten voll und du bist nur noch der Einzige so im Team, genau, richtig, ja. Der alle Wochenende fährt. Ja. Oh. Wenn du überlegst, auch zum Beispiel in meinen Zeiten mit Brabham 77 der Formel 1, habe ich neulich mal ausgerechnet, da habe ich 1320 Mal schalten müssen im Rennen, gell? Ja. Mit dem Siebengang-Getriebe. Das ist, heute drückst du auf den Knopf. Gell? Ja, du bist damals praktisch mit einer Hand das ganze Rennen gefahren. Der Monaco. Das war der Wahnsinn. Das siehst du auch heute, wenn der Timo Glock hat mal, glaube ich, ein altes Formel 1 oder sowas gefahren. Der sagt, das ist der Wahnsinn, was habt ihr da geleistet? Verrückt. Ja, ne? Und wenn ich heute ab und zu mit Jägermeister meinen alten Formel 1 noch fahre, den ich hier habe, dann ist das zwar wirklich eine total coole Geschichte, aber es ist heute einfacher auf der einen Seite, aber die Grenze des Maximalen ist noch höher, weil du dich mehr aufs Fahren konzentrieren kannst. Es ist richtig Arbeit. Ja. Es ist richtig auch körperliche Arbeit. Natürlich sind heute die G-Kräfte so hoch wie damals, aber du hast ganz andere Dinge, die du gehabt hast. Also vielleicht kurzer Abstecher, hinter uns stehen ja auch 30er-Jahre-Autos. Wahnsinn, wenn man die Geschichten erzählt, von ihrem Vater erzählt bekommt, ja, was damals Lenkkräfte, was einfach... Natürlich. Die Natur, die entgegengesetzt hat. Der Vordermann hat Steine aufgewirbelt. Also ich kann eins sagen, ich habe zu drei, viermal im Jahr die Gelegenheit, Vaters Auto in einen Rennwagen zu fahren, über Audi-Museum, ein 16-Zylinder, beim Histor Grand Prix in Monaco oder beim Grand Prix in Bern oder auf der Abus oder so. Ja. Und ich kann immer wieder wiederholen, wenn ich aussteige, kann ich nur dreimal den Hut ziehen, was die Burschen damals geleistet haben. Gell? Von Sitzpositionen, von Mechanik, von Sicherheit, beim Tanken sitzt im Auto, kriegt ein Handtuch hinten drüber gelegt. Also das waren wirklich die wahren Helden, das muss man immer wieder sagen. Gell? Ja, also das muss man sagen. Ist für mich jede Generation auf seine Art. Richtig. Ich glaube, ich könnte nie so viele Knöpfe drücken, wie ein Sebastian Vettel das drücken muss gleichzeitig. Das ist auch eine Aufgabe, muss man auch lernen. Gell? Das glaube ich auch, richtig, genau. Ja. Aber was man aus der Zeit mitnimmt. Mhm. Nochmal zurück zur Technik aus Le Mans. Mhm. Turbozeit, also Turbolöcher, die wurden dann natürlich 1986, 87 war, glaube ich, das alles weitestgehend wurde kuriert. Besser, aber immer noch da. Gell? Ja, immer noch genau, musste auch damit leben. Natürlich, du hast immer noch diese Turboleck gehabt, genau. Das hat deine Fahrweise auch entsprechend beeinflusst. Genau, genau. Und natürlich, das musste man sich auf die Strecke einstellen, gerade dann im Regen zum Beispiel auch. Weil wenn der Turbo dann älter sieht, einen Mordschlag, dass du also sofort quer geht, da gab es dann kaum was zu dosieren. Genau. Da musste man schon wirklich also vom Fahrischen her wirklich top sein, dass man das gut alles meistern konnte. Gell? Ja, wenn das plötzlich einsetzt, wie oft sieht man heute auf Instagram jemand, der seinen Ferrari, was weiß ich, irgendwie an die Wand stellt, der seinen Porsche, weil er einfach... Ja, jetzt gebe ich mal Gas, aber es war eben too much auf trockener Straße. Und dann mit 700 PS im Regen in Le Mans bei Nacht und zwei andere Gruppe C-Fahrzeuge vor Ihnen, die vielleicht gerade miteinander spielen, stelle ich mir alles hochinteressant vor. Keine Sicht, gell? Winkar-Entwicklung. War ja auch, also wir sehen ja, in Stuttgart hängt ja immer ein Rothmanns, den Sie gefahren sind, an der Decke. Beschreiben Sie uns das mal, wie war das Fahrgefühl? Ja. Das muss ich sagen, habe ich ja dann bei Porsche kennengelernt. Also ich hatte sie in der Formel 1 mit ATS auch. Ja. Aber das war noch weit entfernt von dem, was dann Porsche in den 1962 gemacht hat. Und dann habe ich Gott sei Dank das Glück gehabt, eben mit Stefan Bellof fahren zu dürfen. Unser erstes Rennen war, glaube ich, in Spa zusammen oder Imola, ich weiß nicht genau. Und da war ich mal langsamer, wäre ich um 10 Sekunden. Das weiß ich nie, werde ich nie vergessen wie heute. Da habe ich gesagt, Stucki, jetzt musst du was einfallen. Dann hat der Stefan gesagt, guck mal, ich zeig dir mal jetzt, wie das geht. Hat mir das erklärt, da bin ich dann erstmal hingetastet. Hätte ich ohne, erstmal am Nürburgring gezählt, mir wieder ein. Okay. Okay. Und ich hätte das ohne einen Stefan, der es wirklich Mühe gegeben hat, nie so schnell hinbekommen. Gell? Ja. Aber du musst dir mal vorstellen, du fährst auf eine Kurve zu und weißt eigentlich psychologisch, mit 200, es geht nicht.
aber dank Ground Effect geht's. Jetzt musst du mal deinen inneren Schweinehund überwinden, dass du wirklich so viel später bremsen und stehen lässt und du musst es einmal machen und dann geht's, gell? Aber brutal, ne? Also, das sind wirklich Ängste dann, obwohl man schon so viel erlebt hat. Natürlich, das ist halt ein riesigen inneren Schweinehund, wenn man das an der Stelle sagen darf, überwinden, oder? Ja, Wahnsinn, das muss auch Körper mal packen. Also da war ja auch dann, sagen wir mal, Fitness ein großes Thema. Und da war man froh, wenn man wirklich gut fit war und dann auch diese G-Kräfte überleben, mit die ganzen, das Genick und alles, auch die Lenkkräfte im Arm und die Servolenkung, das wäre sogar weggegangen. Man ist ja nie so schnell durch, was weiß ich, die Hatzenbach drei Kurven gefahren oder so, was wahrscheinlich, In Le Mans hat sich das natürlich auch ausgewirkt. Le Mans hat natürlich lange Geraden, dann winklige Kurven. Trotzdem, es gab dann die Porsche-Kurven, nachdem die Maison schräg, Blanche ja nicht mehr, sind natürlich die Porsche-Kurven längst gefahren. Da war das unheimlich extrem, beeindruckend extrem. Als Winker. Geschwindigkeiten, oder? War also schon brutal. Und vor allem, da muss auch sagen, wenn er wirklich einmal, du bist ja meistens Doppelstint gefahren, da hast du aber dann schon die Schnauze voll gehabt hinterher. Aber wie ich dann diesen Vierfachstint gefahren bin, hast du nach dem zweiten Stint, habe ich nichts mehr gespürt, weil es einfach so auf das konzentriert. Aber wie ich dann nach dreieinhalb Stunden raus bin, pst, Fratze, total, ja, das muss man einfach sagen. Gell. Voll. Aber das Adrenalin, und das hält dich so an diesem Kampfmodus. Ja, und da sieht man, was ein Mensch eigentlich leisten kann, wenn er wirklich will. Ne? Wenn er unter Adrenalin steht, du wirst leer gesaugt. Doppelstint 2 Stunden 50? Doppelstint war 2 Stunden. Hast du immer nach einer Stunde, Stunde knapp tanken müssen. Gell? Okay. Ja. Und Sie sind so 2 Stunden ungefähr am Stück in Le Mans gefahren, dann kamen die anderen Fahrer logischerweise. Ich frage nur, weil wir natürlich auch Besucher haben werden in der Ausstellung, die sich nicht so wie wir zwei für den Motorsport so tief begeistern. Da muss man auch mal so einfach Du musst auch diese 2 Stunden gut nutzen. Da bist dann erstmal ausgestiegen. Du hast ja geschwitzt wie der Teufel natürlich, aber keine Klimaanlage im Auto, so wie heute. Ne? Ja. Dann hast du mir die Klamotten gewechselt, hast dich mal geduscht. Dann hatten wir natürlich Physio dabei zur Betreuung, die massiert haben, und dann hast du hingelegt, schlafen konntest du eh nicht wegen dem Krach, aber du musstest auch dann, und dann musst du wieder rechtzeitig wieder draußen stehen, wenn der andere vielleicht zu früh reinkommt oder früher irgendwas ist, musst du immer einen Fahrer auf Standby draußen stehen, aber du hast auch lernen müssen, diese kurze Ruhephase in Anführungszeichen positiv zu nutzen, das war ganz wichtig. Ja. Fast schon autogenes Training notwendig, dass man dann wirklich komplett entspannt. Du musst dir überlegen, du stehst ja, es ist ja nicht nur das Rennen 24 Stunden lang, du stehst ja Samstag früh normal um 7, 8 Uhr auf, dann geht es den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag. Gell. Presse, das ist Wahnsinn. Gell. Wichtige Leute, VIPs, die mit dir ein schönes Gespräch führen. Man will ja auch nicht unfreundlich sein. Ja, das kommt alles zusammen, das erkennt man auch. Also Le Mans ist, glaube ich, auch so von daher meiner Meinung nach das bedeutendste Rennen, weil es einem die meiste Energie nimmt. Ja, also es gibt nur noch die Daytona 24 Stunden und Nürburgring 24 Stunden. Genau, ja. Das ist aber anders. Das ist komplett an Daytona, dieses Banking. Ja. Das ist zwar auch anstrengend, aber es ist halt Le Mans, auch wegen der hohen Geschwindigkeit auf der Geraden, der hohen Geschwindigkeit in der Kurven, auch anstrengender wie Nürburgring, das muss man auch deutlich sagen. Ja, okay. Und es ist halt Le Mans. Das ist halt das. Es ist halt Le Mans, halt, ja. Ja, also Nürburgring, Daytona sind wundervolle Rennen. Ja, klasse. Jetzt haben Sie natürlich in Le Mans Ihre größten Erfolge gefeiert. Wie sehen Sie denn weltweit, wenn wir jetzt im Laien erklären wollten, wie würden Sie die Bedeutung von Le Mans für Motorsportler erklären? Ganz klar, also es ist eines der wichtigsten Rennen der Welt, wie ich gesagt habe, Indy und Monaco. Ja. Und wenn du einen Le Mans-Sieg auf deinem Revierheften hast, dann bist du wer. Ja. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe einen Ferienwohnsitz in Frankreich, und wenn ich da irgendwo mit Leuten ins Gespräch komme und sage, was machst du? Ich habe Le Mans. Oh, danke, Le Mans. Da bist du der Gott. Gell? Ja, in Frankreich sowieso. Ja, genau, richtig. Tour de France und Le Mans. Roland Garros und Le Mans ist. Und das muss man auch eines sagen: der Bekanntheitsgrad, den Le Mans hat, spielt eine große Rolle für das, weil, sagen wir mal, auch Leute, die von Autorennen jetzt nicht sich so beschäftigen, aber 24 Stunden Le Mans, oder das kennt man. Das hat man gehört. Das hat man gehört, richtig. Also ich stamme ja aus einem mittelgroßen Städtchen. Mhm. Und wenn du das Wort Le Mans dort in der Fußgängerzone in den Mund nimmst, es hat jeder schon mal gehört. Ja, genau. Selbst die Jugend. Ah, erklär mir das mal. Du fährst doch dorthin. Wie ist denn das dort? Ja. Also was ich von... Ich führe ja auch in Le Mans viele Gespräche als Maler dort.
Ich vergleiche es aus meiner Perspektive mit den Olympischen Spielen, mit der Eröffnungsfeier. Du hast so viele Nationen, du hast so viele Menschen, auch die Bedeutung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, ein japanisches Team, die endlich, indem sie, nachdem sie in ihrer japanischen Serie jetzt den Sieg errungen haben, jetzt dürfen sie nach Le Mans. Wahnsinn. Und das, dieses Leuchten haben alle. Und das Leuchten haben aber meiner Meinung nach nicht nur so wundervolle Piloten und Teamchefs, sondern das haben die Marshals, das haben die Zuschauer. Die leben das Thema wirklich. Ach, das ist toll. Also bei uns am Stand, es ist wundervoll, diese viele positive Energie zu bekommen. Das bedeutet für mich auch Le Mans. Ich fand's ja auch, ich habe es leider ja nie erlebt. Ich habe nur einmal das gehabt. Diesen früheren Le Mans-Start, wo die Leute noch über die Straße ins Auto rennen mussten. Gell? Ich meine, das musst du mir vorstellen. Da gab es noch keinen Sicherheitsgurt. Aber das, was war denn das für eine tolle Nummer? Gell? Ja, absolut stark. Also ich habe mal ACO-Haupttribünenkarten gehabt, ein paar Jahre bevor ich meine Gemälde ausgestellt habe dort. Und dann warst du selbst dann, das ist so, wir reden jetzt über 98, selbst dann saßt du noch ganz nah dran an allen, die gestartet sind. Und dieses Feeling, dieses Startfeeling, also wer das nicht miterlebt hat, der war nie beim Motorsport. Ja, das ist schon 98 kommt die ganze Horde durch die Ford-Schikanen, die 60 Autos, die Frontrunner, Toyota und was wir alles hier in der Ausstellung haben. Und dann kommt die Star Wars-Melodie. Ja, wie cool ist das denn? Genau, ja? Und vorher natürlich alle Franzosen, Engländer ihre Nationalhymne mitgesungen. Ja. Da kriegst du als Deutscher Gänsehaut, das wenn auf einmal 100.000 Leute die Marseillaise singen. Ja. Was Sie gerade gesagt haben, was auch ein wichtiger Punkt für Le Mans ist, ist auch die Vielfalt, weil du verschiedene Klassen hier hast. Ja. Du hast einmal, das ist einmal für die Zuschauer demnächst spannend und für die Fahrer eine riesen Herausforderung, weil die ja die Schnellen auf die Langsamen mit aufpassen müssen, umgekehrt genauso. Genau. Da gab es ja früher auch immer mal große Missverständnisse. Ja. Was aber in den letzten Jahren auch zu meiner Zeit sich schon relativ gut geregelt und auch mehr Respekt entwickelt hat. Ja. Aber auch diese Herausforderung, wenn du jetzt in die Porsche-Kurven mit dem Porsche gekommen bist, oder war halt mal ein anderer vor dir, ein GT3 oder was vor dir, oder ein Sportwagen, dann hast du halt auch so vernünftig sein müssen und mal vom Gas gehen müssen. Der fährt auch am Limit. Der kann sich nicht auflösen. Ne? Genau. Und da muss man eben auch, das muss man auch lernen. Das war auch schon auch eine wichtige Geschichte. Gell? Und auch der kann ja mal einen unbeabsichtigten Zwischenfall haben. Klar, sicher. Auch der hat mal einen Platten. Na klar. Ja, und der ist sowieso schon 100 Stundenkilometer langsamer, aber auch der wird einen Platten haben oder ein Duell. Da musst du auf den mit aufpassen. Ne? Wir haben hier drüben in der Ausstellung haben wir drei wundervolle Fahrzeuge stehen. Mhm. Wir haben einen Austin Speedy. Sieht ja aus wie eine Puppenkiste, schön, ist aber ein Rennwagen. Dann haben wir einen Aston Martin und nebendran einen Bentley. Und die fuhren zusammen in einem Rennen. So ist es, ist es verrückt. Kann ich mir vorstellen, gell? Also wir haben da ja fast 3 Meter Unterschiede. Ja. Und so haben sie es auch erlebt. Ja, das hat es ja ausgemacht. Ne? Genau, am Schluss hat der Beste gewonnen, der wirklich der schnell gefahren ist, der aufgepasst hat, respektvoll war, sein Auto geschont hat, keine Kollision gehabt hat, dann warst du, deswegen war auch der Le Mans-Sieg so viel wert. Ne? Ja, absolut. Ja, absolut. Aber auch die menschliche Komponente. Also ich habe das Gefühl, das wird Ihnen natürlich auch so gegangen sein. Gut, Sie werden oftmals interviewt worden sein von Menschen, die sich natürlich mit dem Motorsport super auskennen. Wir haben immer auch mal wieder Laien, das wird Ihnen auch begegnet sein. Trotzdem, das Wissen der Menschen, die nach Le Mans kommen, über Motorsport, über das, was sie leisten, ist so groß. Ja, das stimmt. Richtig. Nur mal ein Beispiel. Ich war auf der Tribüne gesessen und auf einmal geht eins der Rollläden wieder hoch. Da hat ein Team also 6 Stunden lang irgendeinen 50. Platz Auto repariert und alle applaudieren. Ja. Ja, das ist auch ein Le Mans Habitus. Ja. Das wird gefahren, bis sich wirklich nichts mehr dreht. Ja. Genau. Ja. Woanders bleibt es da stehen, da ist Schluss, aber in Le Mans wird gebaut. Ne? Und auch Respekt miteinander. Natürlich, richtig, klar. Richtig. Also ich habe es nie so empfunden in Le Mans, aber das müssen Sie uns bitte mal aus der Boxengasse erzählen. Wenn bei mir am Stand sich jetzt 3 Renningenieure getroffen haben, die haben sich immer unfassbar respektvoll, fast schon freundschaftlich behandelt. Wie war das in der Boxengasse? Ja, genauso, auch da. Du wusstest ja, das fängt ja an, der den Lastwagen in Weissach beladen hat, bis zu dem, der im Endeffekt die Räder an der Rennstrecke wechselt. Jeder hat die gleiche wichtige Funktion. Es muss passen. Ja. Und diese Wichtigkeit umzusetzen, auch. Ich meine, ich muss auch überlegen, ich könnte mich auch mal sagen, ich mache schon eine Flasche Bier rein. Kann der auch nicht machen. Ging nicht. Der ist genauso ein ganz wichtiger Bestandteil des Erfolgs oder des Misserfolgs. Ja. Und deswegen muss er auch seine Leistung mitbringen. Deswegen, wenn ich habe es ein paar Mal gehabt, wenn ich gesehen habe bei Porsche, wenn wir einen Schaden hatten,
Da langen die an den heißen Auspuff hin ohne Handschuhe, das war denen nicht wurscht. Ja, da musst du dir mal vorstellen, das ist der Hammer, der Einsatz und so weiter und so fort. Ja, die Liebe dazu. Die können nicht hinlegen und mal eine Stunde Pause machen und lassen sich mal den Arsch passieren wie wir, gell? Ja. So ist es, gell? Das darf man nie vergessen, was dafür ist. Deswegen habe ich immer so gemacht, wie ich bei Porsche war, wenn ich ein Rennen gewonnen habe, auch Le Mans natürlich speziell, habe ich in der Woche drauf, habe ich dann in der Früh bei meinem Metzger Holmburger in Miesbach Weißwürsch geholt und habe dann die nach Stuttgart, habe ich ein Weißwurst gemacht für meine Jungs mit Weißbier. Wurde immer sehr geschätzt, da haben wir so ein bisschen nachgefeiert. Ne? Super. Verkehrt sich das. Ja, so gehört sich das und ich empfinde auch, dass du kannst noch so hochnäsig mit so viel Geld, wie du willst, nach Le Mans kommen, hast du gar keine Chance. Du brauchst jeden aus dem Team. So ist es. Und aus meiner Sicht musst du sogar auch irgendwie, weil du willst ja eine Marke vertreten, du hast ein gewisses Image. Wenn du dich dann mit den Gästen dort, mit den Zuschauern, mit den Organisatoren gut stellst, dann hast du eine Chance. Natürlich. Aber ob du deswegen gewinnst, weißt du noch lange nicht. Das macht so demütig. Das ist lang hin, gell. Das stimmt, gell. Das war doch bestimmt, also vor den Rennen, sie waren ja häufig in der Lage, das Rennen zu gewinnen. Hat zweimal geklappt, aber es gab natürlich auch bestimmt unglaubliche Momente, wo man gesagt hat, natürlich. Na klar, sicher, ich kann mich an ein Rennen erinnern, wo ich zusammen mit Klaus Ludwig gefahren bin. Ja. Der dann eine Runde zu viel gefahren ist und mir ging das Benzin aus. Gell? Da kannst du, den kannst du der Luft zerreißen. Gell? Der hat auch sein Bestes probiert. Klar. Hätte die Runde das geklappt, hätte man eine Runde Vorsprung gehabt. Ne? Ja. Aber er hat es auch probiert. Ne? Dass halt dann er da reinstottert in die Box, da denkst du, ja, Sakrament hat es gebraucht. Aber das ist eben die. Durch die Länge des Rennens auch sind dann auch die Fehlermöglichkeiten größer und da muss man damit rechnen. Gell? Ja, und andere bringen Fehler mit ins Leben. Natürlich, ja, Alan McNish, der mit dem Ferrari zusammenstößt und einmal quer durch die Terre Rouge fliegt und. Also es kann so viel passieren. Oder der Davidson-Unfall, den wir alle am Fernsehen gesehen haben, wo der Toyota sich in der ersten Schikane, auch wieder ein Missverständnis. Natürlich, klar. Ja, Kleinigkeit. Es ging um Prinzip Zentimeter, einen Lenkeinschlag, eine Millisekunde zu früh und die beiden drehen sich raus. Wir fahren ja am Limit, ne? Ja, genau. Auch der Perazzini, der Ferrari, der damals mit dem Toyota zusammen, der war nachher bei mir am Stand und hat gesagt, mich dissen, das nehme ich jetzt mal als modernes Wort, alle Journalisten ziehen über mich her, um es jetzt mal wieder in altem und normalem Deutsch zu erklären. Aber ich kann doch gar nichts dafür. Der kommt 100 Stundenkilometer schneller, beide Außenspiegel sind weiß, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite er kommt. Ja, ich lasse dem genügend Platz, ich lenke ein, wie immer. Und bums. Bums. Ja, klar, sicher. Ja. Das macht ja keiner mit Absicht, ne? Genau. Genau. Was sind Ihre persönlichen Lieblingsmomente aus Le Mans für Sie? Also ich muss sagen, mit Sicherheit einmal der erste Sieg, mit Sicherheit. Dann einmal eine Geschichte, wo ich ja diese legendäre Qualifying-Runde gefahren habe, die ja lange, lange gehalten hat. Die Zusammenarbeit damals mit Walter Näher, der gesagt hat, Stucki, pass auf, ich führe dich jetzt fahren wir raus, jetzt mach dies und mach das, mach jenes. Das war ein absolutes Highlight. Gell? Und dann muss ich natürlich sagen, gab es auch einen sehr traurigen Moment, den ich nie vergessen werde, der Tod von meinem Teamkollegen von Jean Gardner im Kremer Porsche, wo ich dann auch stundenlang nicht wusste, wer das überhaupt war, der Unfall war. Wir hatten gerade zuvor ein Rennen in Amerika gewonnen. Wie ich dann in die Box kam, habe mit der Peter Falk, Reinhard Hörmer-Stucki, das war leider der Joe, habe gesagt, ich fahre nicht mehr. Sagte Peter, du musst fahren. Wir führen, du bist ein Teil des Teams. Und das war schon auch ein Moment, den ich nie vergessen werde. Gell? Das ist typisch für Le Mans, dass es das Leben in dieser Extreme zeigt. Ja. Brutal, ne? Aber das gehört dazu, diese Stimmung, diese Inbrunst. Und das meine ich auch mit allen Menschen, die dort sind, über dieses Wissen. Das ist auch ein Wissen um die Gefühle. Ja? Wie wenn jetzt zum Beispiel auf einmal dann ein zweitklassiges Auto mal kurz führt, wie Jackie Chan, was 4 Stunden führt und von hinten kommt aber der Timo Bernhard und holt ihn doch noch. Emotionen, Leidenschaft, wie Sie sie uns vorgelebt haben, das ist einfach der Motorsport. Ja, und Le Mans, finde ich, bringt es in einer wundervollen Überhöhung. Ja, weil es ist aber auch die Gegebenheit, die großen Tribünen bei Start und Ziel, können viele Leute sehen, was da passiert, die Boxen gegenüber, man kann das mitverfolgen. Ja. Das ist einfach auch vom Entertainment-Faktor her. Ein Theater. Danke, das wollte ich gerade sagen. Wie finden Sie unser Theater in Sinsheim? Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht genau alles angeschaut, aber das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, ist mit sehr viel Liebe zusammengestellt worden, das muss man sagen, wenn man sich diese ganzen Säulen anschaut über die Jahre und so weiter, die Autoauswahl, was hier Bilder gemacht worden sind,
Man merkt, dass jemand da mit Herzblut gearbeitet hat, ja, um den Leuten das nahezubringen. Und ich bin sicher, jeder, der ein bisschen von Le Mans also das liebt und mag, ist hier begeistert, gar keine Frage. Super. Großes Kompliment, muss ich deutlich sagen. Es ist ein tolles Team hier, das Technikmuseum. Das sind natürlich versierte Menschen, die Tag ein, Tag aus mit Fahrzeugen, Flugzeugen zu tun haben. Man hat ja hier eine große Bandbreite im Museum. Das ist einfach nicht nur hingestellt, es ist, sagen wir mal, platziert, um den Leuten die Geschichte nahezubringen, was bedeutet dieses Rennen, was hat da stattgefunden, wer waren die Protagonisten. Das ist wirklich, und auch in einer Art und Weise dargestellt, die Spaß macht. Schön. Die in die ins Herz geht, muss ich deutlich sagen. Super, super. Ja, es war wir haben anderthalb Jahre. Es ist so ein Kernteam von 10 bis 15 Leuten und drumherum waren beteiligt jetzt an der Ausstellung hier waren, ich würde sagen, 150 bis 200 Leute. Wir haben ja Leihgeber, wir haben Menschen, die uns Fotos gebracht haben, wir haben Menschen, die Ideen gebracht haben, Kontakte. Toll. Ja. Was ist Ihr persönliches vom Fahrzeug her, so Ihre Lieblingsstücke oder Ihr Lieblingsstück? Haben Sie schon Ich würde mal sagen, schon der 912, obwohl es nicht meiner ist. Meiner steht ja bei Porsche, wir brauchen den ja dauernd. Ja, ja. Aber das Auto war für mich auch ein wichtiger, langer Bezugspunkt in meinem Leben. Mitentwickelt, mit Erfolge gehabt, die tollsten Erfolge gehabt, Weltmeister geworden, Le Mans-Sieger. Und sagen wir mal, was auch toll ist, ist natürlich der LMDH Porsche, den ich hätte auch mal fahren können, aber da passe ich nicht rein, Donnerwetter, gell? Echt? Ja, das ist also eine Konstruktion. Also da haben wir auch schon Schwierigkeiten, weil die Schultern zu breit sind, gell? Und da habe ich mich damals so maßlos geärgert, dass es nicht reinpasst, gell? Ach, das schade. Ist so. Gut, ja. Ist halt so, ne? Ja. Ja, das gab ja den einen oder anderen, ne? Dan Gurney mit seiner Bubble. Richtig, und, genau. So ist es, gell? Ja, gut. Aber trotzdem, alles, was Sie erlebt haben, hat trotz der 5 oder 10 Zentimeter mehr als ein Timo Bernhard hat funktioniert, muss man sagen. Gerade in Le Mans funktioniert, ja. Super toll, super. Ja, ich bin gespannt. Die Ausstellung geht ja 9 Monate. 9 Monate, schön. Wir werden immer wieder wechselnde Elemente in der Ausstellung haben. Klasse. Und wir werden natürlich auch so wie heute wundervolle Gäste haben, die so ein bisschen den Spirit von Le Mans rüberbringen. Ich komme sicher noch mal wieder, privat. Das ist hiermit versprochen, hiermit angedroht. Wunderbar, herzlich gerne. Genau, da freue ich mich drauf, dass wir einfach noch mehr Zeit haben. Und vielleicht können wir ja mal noch längeren Podcast zusammen da draus machen oder so, das wäre was Tolles. Ich bin in Hockenheim, auch liegt ja am Weg, da kann man mal, ich bin auch regelmäßig in Stuttgart, tun wir uns mal verabreden, da machen wir mal was. Ne? Sehr gerne, weil wir hatten es ja jetzt gerade vorhin, als wir so einen kleinen Rundgang zusammen hatten davon, Le Mans ist endlos. Natürlich. Also in der Zusammenstellung für die Ausstellung haben wir gemerkt, mehrere tausend Piloten, mehrere tausend Autos. Wahnsinn, gell? Und jeder fühlt sich ja wie ein Sieger, wie wir auch schon besprochen haben. Und wie stellst du jetzt alle dar? Wie nimmst du alle mit? Richtig. Ja, genau. Das ist natürlich keine leichte Geschichte, das so auszuführen, dass jeder seinen Spaß hat. Aber ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Die Ausstellung ist nicht nur mit deutschen Texten, es ist mit englischen und französischen Texten. Schön. Man kann also alles in Sprachen nachlesen. Und das Museum möchte auch aus diesem Jahr ein französisches Jahr machen. Ah ja, also es werden auch französische Klassiker eingeladen. Und, cool. Genau. Sehr schön. Das heißt, Sie würden die Ausstellung weiterempfehlen? Also auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine Frage. Vor allen Dingen, was natürlich das Tolle ist, liegt auch relativ nah nach Hockenheim. Und wenn ich dort unterwegs bin, werde ich jeden, den ich da treffe und sage, hör mal, war schon in Sinsheim, das ist ein Muss. Weil das ist, ich meine, wo hat man die Gelegenheit, diese ganzen tollen Le Mans-Sieger über die 100 Jahre, musst du dir mal vorstellen. Ja. 100 Jahre, das 100 ist Jahre. Der Wahnsinn. Ja. Wo hast du das auf einem Platz? Und das ist es wirklich wert, muss ich sagen. Ja. Also wir haben 30 Autos ausstehen, alle Dekaden. Ja. Wir haben auch versucht, das Plakat hinter uns drückt es ja auch schon aus. Ja, genau. Das sind die 15 wichtigsten Siegermarken. Mein Gott, es gibt noch mehr und man will niemanden auf den Fuß treten. Aber das war ja auch für uns schwierig. Man will niemanden irgendwie nicht zeigen. Richtig. Aber wir hätten noch drei Hallen füllen können. Und die Menschen haben uns so toll unterstützt. Ja. Abschließend zu unserem wundervollen Gespräch, für das ich mich jetzt schon bedanke. Sehr gern. Wie sehen Sie die Botschaft der Ausstellung für die Menschen da draußen? Was ist die Botschaft, die diese Ausstellung formuliert? Auf jeden Fall 100% für den Motorsport positiv, das ist wichtig. Ja. Wir leben in einer relativ verrückten Zeit, das haben wir ja schon gerade besprochen. Ja. Und ich finde, dass in dieser einer Zeit gerade die Menschen auch Impulse brauchen,
dass man auch wieder ein bisschen Freude am Leben hat. Ja. Dass man Dinge positiv sieht. Absolut. Und da, wir haben ja sehr, sehr viele Menschen, die auch Motorsport-Fans sind, Gott sei Dank, Motorsport-Freunde sind. Ja. Die werden hier inspiriert. Und ich glaube, wenn einer hier durchgeht, dann ist das ein Tag, der ein besonderer Tag, der einen motiviert, der einen Freude macht, der einen Spaß macht. Also haben, wir was, was, haben, haben Sie was geleistet, was für die Menschen positiv ist. So sehe ich das. Das nehme ich auch mit aus unserem Gespräch. Ein wundervolles, positives Dankeschön. Gespräch. Herzlichen Dank, dass ich Sie bei uns waren in Sinsheim. Und ich freue mich auf alles, was kommt und auf die Gäste.